So, Xeo hier zurück mit Final Fantasy 15. Im letzten Part haben wir uns mal wieder eine Königswaffe abgeholt, dann haben wir noch einen Kokobo geholfen und, naja, so ein bisschen in der Weltgeschichte rumgefahren. Wir haben versucht, ein bisschen zu angeln. Ich glaube, den König des Telaschspiegel oder wie auch immer es hieß, versucht zu fangen. Hat nicht ganz geklappt, aber naja. Don't lose your way, Noctis. Weißt du Bescheid? Ryoko hat's vorgemacht. So, hauen wir erstmal den Mushu-Fushu hier kaputt. Genau, wir sind jetzt an diesem Dungeon hier und mal schauen, was hier drin so auf uns wartet. Vielleicht ja tatsächlich eine Königswaffe, wäre natürlich episch. Aber das wird die Zeit zeigen. All this sting alerts really wearing me out. Got enough energy to complain. Hey, somebody's gotta do it. Done in a minute. Ja, stimmt. Irgendjemand muss sich ja beschweren, ne? Hauptsache, es gibt was zum Jammern. So, die haben auf jeden Fall schon mal eine Schwertschwäche. Das sieht man auf jeden Fall gerne. Ich habe auch wieder, wie ihr gerade eben schon gesehen habt, das Schwert des Mystikers wieder ausgerüstet. Das benutze ich einfach doch ein bisschen lieber. Ich meine, das mit dem Schild wäre natürlich auch ganz praktisch, aber... Nee. Ich mag das Schwert des Mystikers. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz hier entlang. Da scheint es auf jeden Fall weiter zu gehen, keine Sackgasse. Und dort vorne scheint eine offene Fläche zu sein. Wirkt auf jeden Fall so. Oder ist es einfach nur ein mega Wasserfall? Nein, es ist sogar noch eine Raststätte. Na gut, das können wir eventuell für uns nutzen. Das ist schön hier. Und außerdem noch eine Angelstelle. Okay, Feuer haben wir auch schon maximal. Ja, das machen wir wann anders mal, Noctis. Das muss jetzt nicht sein. Dafür geht einfach immer viel zu viel Zeit drauf. Okay, gibt es hier auch noch Blitzenergie oder habe ich die vielleicht sogar voll? Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Da unten ist noch Blitzenergie. Gut, schauen wir doch mal. Ah ne, haben wir noch nicht voll. Jut. Wie viel... Nee, wir haben noch nicht genug FP. Ich habe überlegt, ob wir schon Gladius neue Fähigkeit erlernen können, die ich eigentlich noch haben möchte. Aber da fehlen noch 5 FP für. Aber wir haben ja... der Limitbalken ist ja voll, also können wir mal die Königswaffen raushauen und dann gleich mal ein paar FP dafür sammeln. So, mal schauen. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Und wir hören schon, was gegeneinander kämpfen. Da kämpfen Alraunen gegen einen Mushu-Fushu. Eine EP-Blitzgar möchte ich da nicht reinhauen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wertvoll. Damit kann man echt gut trainieren. Wir brauchen mal neue Feuermagie. Weil ich glaube, hier so insgesamt finden die Gegner Feuer nicht ganz so witzig. Also, habe ich gehört. Kann sein. Eventuell. Ja, verbraten wir mal. Ja, doch, das ist mal so gleichermaßen. So, Asunge wollen wir nicht haben. Oder Urge, oder wie auch immer. Ich lese immer Unge, aber... Das ist ja wer anders, ne? Was machen wir denn? Machen wir ein bisschen was... Lasersensor, das... Powert das auf... Jop, das sieht gut aus, das machen wir mal. Richtig heftig Feuer und dann gleich 9-mal. Liest man gern sowas? Okay, kann ich nicht direkt ausrüsten. So, aber jetzt... EP Blitzger und Folger rein. Dafür gibt es dann auch wieder FP. Okay, und direkt abgefackelt. So muss das sein. Das Feuer können wir nicht. Und Noctis gleich mal ordentlich angekuckelt. Ja, das schaut schon gar nicht mal so einladend aus. Hoffentlich gibt es nicht wieder... Hier dann so ein Mobula oder wie das Ding hieß. Es könnte theoretisch sein. Aber yes. Da unten seht ihr es. Königsgrab. Und anscheinend ein echt kurzer Dungeon. Aber irgendwas kommt hier noch. Der Bandersnatch. Oh nice. Das hat gut Schaden gemacht und gleich mal entkräftet. So, irgendwie konnte ich den Kerl gerade nicht anvisieren. Wir aktivieren gleich mal die Exekutive. Okay.
Wir rüsten Ignis mal wieder die Elementar-Aura an, aus. So, gut, dann bin ich direkt mal aus dem Angriff raus. So, Feuerelement, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir sollten vielleicht mal bei Gelegenheit versuchen... Oh, das war ganz akzeptabler Schaden. So. Ach. Haben wir irgendwo einen Punkt-Warp? Sieht nicht so aus. Wow. Jeder... Alle... Okay, Moment mal. Erstmal Noctis heilen wir mal sicherheitshalber hoch. Und dann mal... Schade, dass es kein so... Ja, es gibt ein Heilmittel. Gut, Riechsalz habe ich zum Glück genug gekauft. Gib mir das erstmal Gladio und ich muss mal wieder... Warum ist mein Headset wieder so laut? Okay, ist das bei allen schon vorbei? Ja, gut. Mal schauen, wie viel Schaden der Dämmerbrecher macht. Auf jeden Fall sehr guten Schaden. Irgendwas macht hier guten Schaden. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Aber ich glaube, es sind die Dolche. Boah, gut. Das war ziemlich knapp. Aber das Vieh gefällt mir auf jeden Fall. Sieht sehr episch aus und ich kann es irgendwie nicht anvisieren. Er hat versucht, mich zu werfen. So, aber jetzt... Ja, komm jetzt. Wir haben das Vieh doch so gut wie erledigt. Ja, doch, haben wir. Sehr schön. Puh. Okay, wäre das auch erledigt. Und jetzt können wir uns die Königswaffe abholen. Hey, check it out, Noct. Of all places. Here too rests the power of kings. I wonder how many more remain. Das Grab des Unbarmherzigen. Ich habe schon eine Vermutung, welche Waffe das sein könnte. Ich nehme mal an, es gibt nämlich ein Großschwert. Und ich glaube, das könnte hier drin sein. Ist es das? Nein, es ist tatsächlich der Shuriken. Mein Gott. Da haben sie die Szene ein bisschen abgewandelt. Sehr schön. Und damit hätten wir auch das erledigt. Die nächste Königswaffe. Königswaffe Nummer 9 damit auch. Und die rüsten wir auch gleich mal aus. Das Shuriken also. Okay. Der Wurfstern eines Königs, dessen Volk miet, um es schützen zu können. Er vernichtet Feinde nah und fern. Und wir kriegen Resistenz für jedes Element drauf. Ist allerdings nicht ganz so stark. Aber den wollen wir doch mal... Werde ich ausprobieren. Ach man, da drin ist so hell und jetzt hier draußen regnet es wieder. So ein Scheiß. Okay. Aber dann hätten wir auch das erledigt. Ging aber wirklich sehr, sehr schnell. Ich hätte echt nicht erwartet, dass dieser Dungeon echt so kurz ist. Aber ich bin echt gespannt, wie dieser Shuriken einzusetzen ist. Eventuell kann man den auch so einsetzen wie, ja, wie die Pistole, dass man eben Gegner in der Distanz anvisiert und dann wirft Noctis den Shuriken. Mal schauen. Wird sich herausstellen. Ja, wir können auch gerade nicht warpen, aber ich glaube, mit dem Shuriken ist es ganz geil zu warpen. Ja gut, was gibt's denn jetzt noch für Königswaffen? Es fehlen noch 4. Es gibt noch den Dreizack, den wir bei Luna Freya gesehen haben, der sie Leviathan beschworen hat. Das ist ja eine Königswaffe, das weiß ich. Es gibt noch das Schwert von König Regis, das wurde schon angesprochen einmal. Das Rabus, das er eventuell hat. Aber da ist nicht sicher. Es gibt noch... Was gibt es denn noch? Ich weiß, dass es noch ein Großschwert gibt. Da bin ich mir auch sicher. Das wären nämlich schon 3.
Und dann gibt es noch irgendwas, aber da bin ich mir jetzt nicht... Gerade da komme ich nicht drauf. Ich wette, das ist dann genau diese Waffe, wenn ich die dann sehe, dann denke ich mir so, ah ja, genau das natürlich. Mein Gott, Xio, du Spasti. Aber jetzt gerade komme ich nicht drauf. Was könnte das denn sein? Nee, gerade eben. Ist einfach nicht da, gerade im Kopf. Na gut, aber dann wenigstens vielleicht noch eine Überraschung. I'm done. Yeah, broke a few bones in there. So, jetzt wollen wir aber mal zum Regal hier zurückkehren. Und dann weiß ich auch schon, was wir als nächstes machen. Wir gehen heute zurück in die Mine. Und we are gonna take on the Samurai. Und mit denen haben wir doch noch eine Rechnung offen. Aber erstmal schauen wir doch mal, ob es hier irgendwo Gegner gibt, bei denen wir mal das Shuriken ausprobieren können. Okay, auf jeden Fall sind Gegner da. Wir wissen nicht welche und wo, aber sie sind da. Ein Mushu-Fushu. Ich habe gerade nicht ganz gedacht, was hier passiert ist. Probieren wir das nochmal. Wow, das war immenser Schaden. Und das war... Und gerade eben hat Nox einfach mal jeden Angriff verfehlt. Aber ich glaube, das liegt gerade an der Steigung der Ebene. Müssen wir vielleicht mal an einer anderen Stelle ausprobieren. Okay, da ist auch noch einer. So, wäre das Ding auch erledigt. Und dort vorne ist noch ein anderer. Probieren wir das nochmal. Wow, macht das Schaden. Oh mein Gott, vielleicht liegt es jetzt auch nur dran, weil wir so viel Level höher sind. Aber das ist... Du kannst dich sehen lassen. Na gut, aber dann würde ich jetzt mal sagen, ich mache an dieser Stelle mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder... Ja, wisst ihr was? Schon direkt in der Mine. Vielleicht esse ich dann wieder vorher was damit, weil der Nahrungsmitteleffekt läuft bald aus. Aber ja, mache ich einen Schnitt und dann sind wir gleich in der Mine. Bis gleich. Okay, da wäre ich wieder. Wir sind inzwischen in der Mine, aber ich wollte euch ja nur noch ganz schnell die Fotos zeigen, die Prompto noch gemacht hat. Also angefangen von dem einen... Nein, nicht das... Die ich gespeichert habe, waren jetzt einfach das hier, genau. Dann das hier noch. Das war das an dem Felsen. Das fand ich ganz putzig, deswegen habe ich das mitgenommen. Und gerade eben noch beim letzten Camp, da hat Prompto noch das Foto gemacht. Ja, die wollte ich euch nur noch ganz schnell zeigen. Und es gab auch ein paar Level-Ups bei den Talenten. Ich glaube, Gladio findet jetzt für, genau, Phönixfedern. Ignis hat noch ein Rezept gelernt. Und ich glaube, Prompto hat nichts gelernt. Okay. Na gut, aber wir sind inzwischen unten. Ganz unten im Dungeon und dort vorne steht er auch schon. Der Gute, ich habe Prompto gleich mal wieder die Sternhülle gegeben. Okay. Leute, ich glaube, es ist inzwischen knapp 50 Parts her, dass wir hier waren. Und jetzt sind wir wieder hier und können es aber auch jetzt wirklich mit ihm aufnehmen. Wir schnappen uns erstmal die ganzen kleinen Fische und hier... Gleich mal wieder den Limit-Balken aufzufüllen. So, hier gleich mal. Und nicht nur den Limit-Balken, sondern auch den Kommando-Balken. Ah, die anderen sind direkt runtergegangen. Okay, ich glaube, irgendwas hat uns... Okay, erstmal die Sternhülle. Und schwächen den Kämmer. Wow, okay. Der meint es auf jeden Fall ernst. Müssen nur aufpassen, weil der kann auf jeden Fall... Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt Zantensuken ist, aber auf jeden Fall was nach dem Prinzip. Aber es auf jeden Fall Tötungseffekt hat. Und apropos Tötungseffekt, das tat schon mal richtig mächtig weh. Ah, wir brauchen einmal ein... Ja, ich nehme mal ein Super-Elixier. Oder... Nee, Elixier macht mehr Sinn. Aber die Dolche machen schon mal guten Schaden. Ignis, einmal die Elementar-Order. Und ich habe auch Gladio schon den Zyklon gelernt und auch ausgerüstet. Und er ist vergiftet. Das ist auf jeden Fall schon mal zu unserem Vorteil. Boah, das war gerade Tito-Schaden. Prompto, hau dir gleich mal ein Elixier rein, weil du bist schon ziemlich hart angeschlagen.
Probieren wir doch mal, wie viel Schaden der Zyklon macht. Oh Gott, das hat Ignis gerade ziemlich hart wehgetan. Und das ist gar nicht mal so stark. Okay. Beim Zyklon ist, wir haben da noch so einen Finisher dazu. Wir geben Ignis mal wieder das Sammeln. Und Ignis pfeift sich auch mal gleich ein Elixier rein, bevor es kritisch wird. Okay, Button Bashing, bin ich gut drin, auf jeden Fall. Oh ja, das war sehr guter Schaden, Jungs. Und direkt parieren. Gladia auch gleich mit einem Elixier. Oh! Warte mal, was hat der gerade getan? Der hat uns gerade Energie abgezapft. War auf jeden Fall schmerzhaft. Aber ich heile mich mal nicht. Weil wir benutzen mal einfach mal Sammeln. Oh, diese Fähigkeit ist so fies. Okay. Und geben Ignis wieder die Elementar-Aura. Ich weiß, das ist ein wildes Hin- und Her-Gewechsel. Aber es bringt auf jeden Fall was. Okay, das war gerade ein Schlag in den Rücken. Das tat ihm auf jeden Fall weh. Und gleich mal parieren. Ja, das tut nämlich auch weh. Und das wiederum auch. Gut, wieder ein Elixier. Aber wir besiegen ihn auf jeden Fall. Und nochmal parieren. Wieder. Wow, fuck, er hat einfach mal zwei von uns... Fuck, schaut euch sein Gesicht an. Das ist fies, aber sieht sehr, sehr mächtig aus. Na dann. Mega Phoenix, Freunde. Okay. Und parieren. Nicht übermütig werden und... Das war's. Ha, und Königswaffe finden. Ich wusste es doch. Puh, wir haben ihn besiegt. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Darüber. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Ey, wenn wir jetzt wieder eine Königswaffe finden, dann fresse ich einen Besen. Dann haben wir einfach mal in zwei Parts drei Königswaffen gefunden. Oh, das wäre so herrlich. Das ist Fortschritt, Freunde. Und dann fühle ich mich auch nicht schlecht, wenn wir dann gleich mal in der Story weitermachen, beziehungsweise wieder in die Zukunft zurückkehren. Und da dann weitermachen. Okay. Wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter nach oben. Muss ich hier rüber, oder... Wo genau muss ich jetzt hin? Regenbogenstaub? Nein. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum hier alles zum Kampfgebiet gehört hat. Weil wir sonst irgendwie... Ja, einfach an den Kerl vorbeigehen hätten können. Und schon mal zum Königsgrab hätten gehen können. Na gut, hätte uns wahrscheinlich damals zu dem Zeitpunkt noch nichts gebracht, weil wir hatten den Ahnenschlüssel noch nicht. Heißt, wir hätten da gar nicht reingekonnt. So, dort vorne ist das Grab, aber da ist auch noch was anderes. Ah ja, wieder eine von den mysteriösen Türen. No luck. Guess we'll need another key. The key question is, where do we look? Danke, Prompto. Das ist genau das, was ich mir an der Stelle einfach denke. Ich habe keine Ahnung, wo wir da suchen müssen. Oder was für einen Schlüssel wir da brauchen. Aber jetzt bin ich gespannt. Das Grab des Gewieften. Puh, mal schauen, was ist da wohl drin? Und weder ist es nicht der Hammer drin. So, Moment. Ich möchte nur mal ganz kurz... Bevor ich habe es noch nicht richtig gesehen, was das ist. Okay, Stern des Unbarmherzigen war der Name. Ich habe mir gar nicht den Namen des Schurikens angeschaut. Das ist... Natürlich, es war die...
die Armbrust. Natürlich habe ich es vergessen. Das ist die Waffe, die ich vergessen habe. Die Armbrust des Gewieften. Mein Gott, wir haben sie echt erhalten. Puh. Königswaffe Nummer 10, Freunde. Das ging jetzt alles doch ganz schön schnell. Da. 203. Die Armbrust eines Königs, der eher mit Verstand als mit Gewalt regierte und kämpfte. Sie schießt zahlreiche Pfeile und Feinde auf um Feinde auf den gesamten Schlachtfeld zu durchbohren. Klingt sehr, sehr episch. Wollen wir doch auch mal ausprobieren. Okay. Hätten wir das auch geschafft, dann verlassen wir doch gleich mal den Dungeon, weil mehr gibt es für uns, denke ich mal, nicht mehr zu holen. Okay. Also, jetzt ist die Frage. Jetzt fehlen uns noch 3 Königswaffen insgesamt. Nur noch 3 Stück. Ich frage mich, wie die sich wohl im Kampf hält. Aber das sehen wir dann ein andermal. Aber genau, 3 Königswaffen fehlen uns noch. Und das sind einmal wahrscheinlich... Also ich bin mir nach wie vor zu 99% sicher, das Schwert von König Regis. Dass wir... glaube ich, auch im Storyverlauf bekommen werden. Da denke ich jetzt einfach mal. Dann der Dreizack von Luna Freya. Also, ich sage jetzt einfach mal, das ist der von Luna Freya, weil sie ihn dabei hatte. Und noch das Großschwert. Es gibt noch... Welche Dungeon gibt es noch? Es gibt den hier unten. Da bekommen wir auch das Item von... Das wir für die Mission von Sydney benötigen. Dann gibt es noch diesen Dungeon hier. Da habe ich übrigens herausgefunden, wir sind hier ja nicht reingekommen. Und dann gab es ja den Dungeon, in dem wir mit Aranea waren. Und da konnten wir nur bei Nacht rein. Und ich habe dann nochmal ausprobiert, ob das auch bei dem Dungeon so ist. Also ob wir da auch nur bei Nacht reinkommen. Und so ist es tatsächlich. Bei Nacht ist die Tür offen. Allerdings sind die Gegner dort, glaube ich, auf Stufe... ja, ungefähr auf unserem Niveau jetzt. Also könnten wir theoretisch auch schon rein. Und dann gibt es noch einen weiteren Dungeon... wo war der nochmal? Nicht hier. Das ist die... Wie soll ich es nennen? Einfach der Todesgang. Genau. Hier ist noch ein Dungeon. Oder ist das der Dungeon? Ich glaube schon. Irgendwo in dieser Gegend oder irgendwo hier. Ja, in einem der 2 Bereiche bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auf jeden Fall noch ein Dungeon und da sind die Gegner auch recht knackig. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt alles schon angehen möchte. Ich glaube ganz ehrlich, bevor wir das alles machen... Was war das für ein lautes Geräusch gerade? Also nicht das Geräusch der Waffe, sondern... irgendwas anderes hat gerade laut Geräusche gemacht. Naja, gut, aber da hätten wir jetzt auf jeden Fall mal das geschafft. Dann würde ich jetzt nämlich mal behaupten, im nächsten Part gehen wir mal zurück in die Zukunft. Nicht geplant, diese Anspielung, aber nicht schlecht. Auf jeden Fall zurück in die Zukunft und... wollen uns dann mal anschauen, wie es in der Story weitergeht. Und mal schauen, wie weit wir da kommen. Eventuell kehren wir dann nochmal wieder in diese Zeit zurück. Aber das ist alles, ja, das steht alles noch in den Sternen. Also an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Eventuell noch einen Kommentar. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Final Fantasy XV. Bis dahin, ciao.